dich immer so benehmen, wenn eins der Kinder da ist? Ungehobelter Klotz. Jedes Mal die gleiche Tour. So warst du schon früher zum Kotzen. Denkst du, das merke ich nicht? Das merken alle, verstehst du? Huste nur. Deinen Lungenknacks hast du auch ohne mich weg. Ja. Bonanza kommt in einer halben Stunde. Mhm. Du weißt, dass ich Pralinen nicht gerne esse, die machen dick. Aber dir zuliebe. Oh, da ist ja Flüssigkeit drin. Die musst du auch probieren. Ich will nur ihr Bestes. Du misst es nicht und dann trampelst du auf mir herum. Freischwimmen sollen sie sich nicht an Vater und Mutter kleben. Dann ist keine. Na gut, dass kein gegangen ist. Gleich kommt Bonanza. Ich will euch nicht länger zur Last fallen. Wie weh das tut. Schläfst du? Du, Walter? Nimm die Pfoten weg. Wer pennt denn immer gleich ein, du oder ich? So war das doch. Das ist doch nicht gemeint. Ich weiß, wie du es meinst. Muss mich ja als Mutter schuldig fühlen. In deiner Zukunft. Das staune ich aber. Mach deine Glotzaugen auf, ihren Kuchen frisst du. Was? Ihren Kuchen frisst du, eine Cremeschnitte nach der anderen, 4 Stück. Hoffentlich hast du dich nicht verrechnet. Und zahle. Wer hätte dich verurteilen können? Trink nicht so viel. Was? Bier. 2 Flaschen. Warum trinkst du keinen Wein? 8 Mark die Flasche, Bier. Das ist doch die Höhe. Weißt du, Nachbars fahren wieder, Sonnenstrand, am 29. Ja, wenn 2 arbeiten. Und die Kinder. Voriges Jahr soll es aber sehr dreckig gewesen sein. Ich möchte da nicht hin. Sonnenstrand, das lasse ich mir gefallen. Und die Farbe im Prospekt. So ein Blau gibt's doch ja nicht. Jetzt läuft die Finger runter, Taschentuch. Ruhe. Unter den Westtouristen kommst du dir wie ein armes Schwein vor. Das ist der Sozialismus. Alles haben die besser. Du siebten Sand, was? Wir haben den Krieg verloren. Was, Walter? Ich bleibe in meinen 4 Wänden. Hier. Halt die Schnauze. Als ob ich den Krieg gemacht habe. Schluss, sonst mache ich kurz den Prozess auf. Jetzt ist dir schlecht. Wo sind die Pillen? Die Pillen. Tropfen. Och, jedes Mal was anderes. Pfui, dein Scheißzeug. Das hilft nichts. Mach keinen Sperenzchenschluck. Lass mich in Ruhe. Mir wird schlecht. Wer sagt dir, was ich will? Du noch undankbar schlecht werden. Nimm dich zusammen, wie ich dich pflege. Meine Pflege. Verrecke bald. Bier. Prost. Muss das schreckliche Zeug runterkriegen. Hm. Um 8 kommt Kessel Buntes. Trink nicht mehr. Mach Pause. Pause mache ich, wann ich will. Das lasse ich mir nicht vorschreiben, nirgendwo. Zum letzten Mal gibt das Bier her. Hol rum, du bist hier nicht in deinem Betriebsschnauz. An wen du willst, hier sagst du bitte, sonst mache ich kurz einen Prozess. Das schreibt dir hinter die Ohren. Und lass endlich die Vergangenheit begraben. Ich weiß auch nicht, wo du das wieder her hast. Und Kurt riecht das dir nichts mehr ein. Karin hat es nicht gern, das weißt du ganz genau. Eure Sauftouren, nachts ist der im Bett. Hör ich das nochmal? Trinke ich was? Ab und zu ein Schlückchen. Na, Fati. Geht's besser? Aber paffen, was das Zeug hält. Was verstehst du von der Vergangenheit? Du stehst immer abseits. Du hast die frische Decke schmutzig gemacht. Immer die Wäsche, Karin und Kurt essen in der Küche. Wäschst du das? Du hast eine Maschine, ich habe sie dir gekauft. 5 Programme, wie mein Fernseher. Lass ich nicht lache, ich habe den Rest zugelegt. Ja, zugelegt. Die Knochenarbeit mache ich. Ich! Das schreibt dir hinter die Ohren. Von wegen? 8 Stunden im Büro und die ganze Hausarbeit. Ich trage den Mülleimer runter. Immer ist die Tonne voll. Eine halbe Stunde dauert es, bis ich deinen Mist drin habe. Du machst dich aber nicht tot. Lass die Finger von Karin. Die soll sich ihre Ehe selber zurechtbiegen. Wieder der Sündenbock sein. Sag's jedes Mal und tatsch dir auf den Arsch. Genug Scheiße um mich. Schluss jetzt! Ich will am Sonnabend meine Ruhe. Und ich nicht, was? Wasche ich deine scheiß Unterhosen oder nicht? Jeder an seinem Platz. Oh, mein Herz. Mein Herz. Das Herz hat keine Schmerzen. Du wackelst nur mit dem Arsch im Büro rum. Du musst ja Schmerzen haben. Chef vorn, Chef hinten, Herr Doktor, bitte. Krieg ihm doch gleich in den Arsch, eurem Doktor. Ich mach die Knochenarbeit. Geht's dir gut? Mir ganz schlecht. Wie lange soll ich das noch aushalten? Kein Frieden in den 4 Wänden. Ich bin krank. Hier, es drückt mir die ganze Seite ab. Du sollst. Mach bloß kein Theater. Ich erwisch dich. Nächste Woche gehen wir zum Arzt. Wie ein Kleinkind. Mutti, hier tut's weh. Aua. Nee, den Arsch kriege ich noch lange nicht. Lass das mal die anderen machen, da bin ich nicht scharf. Ein Loch. Da
tatsächlich Kunststoff. Du hast den Umschwung nicht geschafft. Ich liebe meine Arbeit. Im Büro bin ich zu Hause. Wir sind eine verschworene Gemeinschaft. Eine richtige kleine Familie. Da kennt jeder jeden und weiß, wo der Schuh drückt. Mir drückt das schon lange. Aus dem Alter bist du raus. Karin ist Lehrerin. Hochschulabschluss, das ist doch was. Damals habe ich nicht nachgegeben. Du wolltest sie nicht auf die Universität lassen. Schuften wie wir alle. Lehrer, Pauker. Ein schöner Beruf. Vorbild sein. Vorbild, du bist auf Fressen. Kinder sollen das einmal leichter haben. Hätte ich das alles in meiner Jugend gehabt. Das war die schlechte Zeit. Als der Qualifizierungslehrgang war, wart ihr in der Kneipe. Ich dachte, wenn der Alte abends noch studiert, kann ich nicht vor der Glotze sitzen. Zack, zack, die Abrechnung mit nach Hause gebracht. Bis eins saß ich an der Maschine und unser Männer knallblau. Nur ein kleines Helles. Du brauchst mir nichts weiter zu sagen. Es wird mir jedes Wort abgeschnitten. Na. Du hast doch ganz von vorne angefangen. Ich bin Facharbeiter. Huhu, weiter. Wir sind ein sozialistisches Arbeitskollektiv. Mit Dreck am Stecken. Wir haben dreimal hintereinander den Titel Kollektiv der sozialistischen Arbeit errungen. Auf dem Papier. Papier ist geduldig. Frag mal deine Lunge, die hatten wohl keine anderen. Ich habe 175 Mark mehr. Ich bin Facharbeiter. Facharbeiter ist Facharbeiter. Ich stehe überall meinen Mann. Was ist aus eurer Qualifizierung geworden? Nicht schlapp gemacht. Mutti, ich gar nicht mehr. Den Meister hättest du machen können. Ich werde verrückt, da würde sie aber anders aussehen. Ach, Bas. Da verdient der Mann was. Ich habe Schmerzen. Ja. Die Wahrheit willst du nicht hören. Richtig eine Wärmflasche machen? Halt endlich die Fresse. Entweder Karin beim Studium unterstützt oder eine Datsche. 1:0. Morgen hast du Nachtschicht. Sonnenstrand ist Sonnenstrand. Was für ein Tag. Denn Bonanza ist Sonntag. Das kann nicht sein. Was? Das Sonntag ist. Hast du die Zeitung? Mit dem Wochenende komme ich immer durcheinander. Kannst du überhaupt noch Tag von Nacht unterscheiden? Keine Augen im Kopf. Und du hast sie gehabt. Die Sportseite, das weiß ich genau. Was interessiert mich die Sportseite? Alle Männer interessiert die Sportseite. Du bist ein gerichter Mann, das sag doch. Wo die Zeitung ist. Karin schreibt das Kochrezept ab. Von unserer Zeitung? Dir schmeckt ja nicht, was ich koche. Esse, was auf den Tisch kommt. Ein gemütlicher Abend. Morgen habe ich Nachtschicht. Dann muss ja Sonntag sein. Die ganze Woche Nachtschicht. Ach, das noch. Kessel Buntes kommt. Was ist das Programm? Hat Kurt. Da haben wir's. Du gibst unser Programm weg. Kurt kann es sich auch im Betrieb abschreiben. Kurt kann keinen darum bitten. Ein leitender Ingenieur macht sich nicht verdächtig. Jetzt ist es nicht da. Unverschämtheit, merkt ihr das? Ich bin empfindlich. Also, welcher Tag ist heute? Für mich ist immer Sonntag. Ja, für Faulpelz ist immer Sonntag. Wenn Kessel Buntes kommt, ist Samstag. Sonnabend. Samstag. Wart bis 8. Die sagen kein Datum. Aber das Wort zum Sonntag. Da liege ich im Bett. Wenn die alten Filme kommen. Da hast du doch deine Jugend am Lagerfeuer, wo du so fröhlich die Gruppe organisierst. Ach, ich bin müde. Du willst mich einfach ärgern. Wo ist die Zeitung? Du willst mich nur ärgern. Das ist ein für alle Mal vorbei. Das kann nicht. Kann ich auch mal vergessen? Vergiss noch einen Kopf, wenn er nicht angewachsen ist. Was wollte Karin überhaupt hier? 3 Bier schon. Kurt schenkt ihr zu Weihnachten einen Pelzmantel. Der weiß, was ich gehört. Hoffentlich du auch. Wie spät? Die sollen sparen, das ist nie sicher. Licht anmachen, Karin kommt nachher. Ich denke, die ist verheiratet, das geht doch nicht. Nie zu Hause. Kurt hat Nachtschicht. Kurt ist in der Partei, gesellschaftliche Arbeit, das muss gemacht werden. Das Auto, das Boot, man muss sich nach allen Seiten absichern. Und jetzt bauen die auf festem Grund mit meinem Anteil. Das musst du verstehen, die Kinder sollen es einmal besser haben als wir. Das hast du gesagt. Und ficken. Ein Kind genügt. Ich spreche nicht von Kindern, ich spreche laut und deutlich vom Ficken. Karin nimmt die Pille. Ich auch. Ist noch Bier im Kühlschrank? Hinterm Rotkohl. Jeden Tag Rotkohl. Oben rein, unten raus. Kurt hat dich ganz schön vorgeknöpft. Rotkohl, den gab's vorige Woche. Ich muss auf Vorrat kaufen. Das tun alle. Morgen mache ich Rohkost. Dann friss keine Pralinen. Du schenkst zu mir und ich muss fressen. Viel zu laut, dass du das ertragen kannst. Ich krieg Ohrenschmerzen. Guck mal. Der Priester brät Eier. Wir müssen auch essen. Was hatten Sie? Und wo die Eier braten könntest. Okay. Im Grunde würde ich Sie bejahen, aber den Sinn einer strukturellen Erneuerung für zu Ende finden.
Wie würden Sie auf die Bildung von Interessengruppen in Wie der die Gabel hält. Ich würde Sie rückhaltlos befürworten. Ich zum Beispiel arbeite vorwiegend meditativ und versuche meine Erfahrungen in der Praxis zu bestätigen. Und wie sieht das aus? Prost. Darf ich Ihnen ein Ei auflegen? Bitte. Die essen auch in der Küche. Dass auch keine Uhr geht. Du musst doch die richtige Zeit haben. Ein Ei, ein Gebet. Ich hab was gegen das alte Wachstuch. Kauf Neues. Und segne, was du uns bescheret hast. Amen. Situation in einem Hochhaus. Wie verhält sich da die Kirche? Ich komme mir wie ein Hausierer vor, der an die Tür klopft. Ich weiß, die da drinnen denken, jetzt kommt der Priester. Wenn beide Ehepartner amen? Ja, wie komme ich an die ran? Der Hauswirt sagt, gelobt sei Christus und sieht die Kirche als Hindernis zu Gott. Taufschein. Schalt mal um. Du wirst ja die Uhr sehen. Ach, ist das Brautpaar nett. So ein nettes Gesicht wie unser alter Pfarrer. Fang nicht wieder an. Das waren schwere Zeiten. Drücken dir doch in der Kampfgruppe die Knarre in die Hand, was machst du, du schießt. Und dann hängt die Scheibe im Schlafzimmer. Da solltest du Schützenkönig sein. Es kommt mir nicht wieder ins Haus. Und die braunen Dreckanzüge wasche ich auch nicht. Im Schlamm rumkriechen. Den stecke ich nochmal Bescheid, egal was passiert. Hab ich den Modder bestellt. Überall ist das Wetter unbeständig. In den Alpen ist es zu heiß. Ich bin kein Duckmäuser. Weißt du, was hier los ist? Ich hab's in meinen eigenen Augen gesehen. Vor mir haben sie gelegen, hier auf dem Fußboden. Damals, heute machst du sie zu. Wenn das hier alles vorbei ist, Stalin und Konsorten möchte nicht wissen, was da los ist. Du hast doch die Wahl gehabt. Welche Wahl? Die Betten waren schon drüben. Du hast am Radio gesessen, jeden Abend. Mutti, die können die Grenzen nicht zumachen. Die kontrollieren nur die Züge, das riskieren die nicht. Da sieht der Ami nicht zu. Karim möchte in den Arsch treten im Blauhemd. Mutti, hier liegt meine Zukunft. Manfred hat nur den richtigen Zug erwischt. So schlimm kann's nicht werden. Wer saß auf seinem Geschirrkasten? Unser Silberbesteck, das kann ich nicht hier lassen. Nicht so schlimm werden, jetzt sind wir hier. Die Mauer ist da. Feierabend. Denkst du, ich will hier bleiben, ja? Du brauchst um die Leute nur einen Zaun machen, da halten sie die Fresse. Jeder ist gleichgültig. Der ist der BH zu eng. Ich bin nicht gegen die Mauer. Selbstverständlich, dass der Staat mich schützt. Und die anderen vor dir, nur Titten im Kopf. Was sonst? Weiter? Und du? Jetzt wird fotografiert. Scheißdreck. Ich weiß Bescheid. Was? Das vergesse ich dir nie. Na, du vergisst es nicht. Da kann ich mir auch nicht aufhängen. So ist doch nicht, liebes Kind. Ich bin nicht dein liebes Kind. Liebes Arschloch. Drück dich gefälligst besser aus, wenn Karin kommt. Vielleicht bringt die ihre Arbeitskollegin mit. Die kleine Blonde. Fette. Fett ist die nicht. Und Kurt? Der bestellt gerade eine andere. Wo? In der Nachtschicht? Sich mit dem Betriebsleiter des eigenen Mannes einlassen, du. Wenn wenigstens was bei rausgekommen wäre, aber das lernst du noch. Das möchte ich nicht gehört haben, ich bin nicht so eine. Ich habe ein paar Mal mit ihm getanzt, ein bisschen flott. Betriebsfest ist Betriebsfest. Ja, da wollen die Kollegen feiern, man kann nicht immer abseits stehen, müde. Was man in deinem Alter flott nennt, die Augen sind allen rausgefallen. Siehst du, was ich nur her mache? Ich bin attraktiv. Mensch, du kriegst die Beine nicht mehr auseinander. Und du? Eins zu eins. Bonanza. Aber der Betriebsleiter. Was kurbelst du? Du wirst nicht besser. Wir leben in einer neuen Gesellschaft. Die das Erbe antritt. Da ist doch Bild. Stell den Ton an. Dürre in China seit 1905. Australischer Premierminister verschwand im Meer. Ein Verband sowjetischer Kriegsschiffe zu einem Freundschaftsbesuch in Finnland. Dreh ab. Schwere Bonanza. An der Amerikaner. Kann gar nicht so schlimm sein. Ein Bier, Vati? Warm. Bleib sitzen, ich trinke das schon. Dein fünftes. Mein drittes. Schrei nicht dein fünftes. Es klingelt. Was? Es klingelt. Karin, komm rein. Ist ja völlig durchweicht. Bonanza fängt gerade an. Kathi, es regnet ununterbrochen. Ist was? Kurt? Kurt? Schlimm. Ich weiß alles. Das ist Schnee. Es regnet. Weiter, Karin ist da. Scheinung? Kurt hat das Geld abgehoben. Was?
Heimlich hast du jetzt gemerkt, wie ich den neuen Teppich bezahle. Unsere Karin ist da, Vater! Kurt will sich scheiden lassen. Ist dein Pelzmantel wieder da? Die aus der Betriebsverkaufsstelle. Kind, sag was. Bin sprachlos. Kurt betrügt dich. Seit wann? 6 Monate? Das weißt du nicht. Ich habe ihm auch Geld vorgestreckt. Es wird wärmer, Vater. Das regnet schon den ganzen Tag. Er hat seine Sachen gepackt. Morgen früh 8 holt er den Pass ab. 10:20 geht der Flug. Das ist das größte Glück, Mädchen. Hast du das gedacht? Dein Mann in einem Vertrauensposten? Er ist vollwertig akzeptiert. Muss es gleich Vater sagen. Bitte halt mich nicht fest. Sag's mir ins Ohr, wenn du es nicht laut sagen kannst. Die Formans wollen ihren Viehtrieb über die Felder der neuen Farmer machen. Der Killer kommt. Kurt haut ab. Die Formans wollen die neuen Farmer vertreiben. Die Reise ist aus Termingründen vorverlegt. Heute hat man ihm das gesagt. Soll das in 3 Wochen sein? Der dreht durch. Vater muss gucken, was ich mir jetzt anhören musste. Leck mich am Arsch, was ist los? Ich? Wohin, Mutter? Seit wann bereitet er das vor? Will er aus Angst einjagen? Was sagt Elfi? Die weiß wohl nichts. Karin, vor dir musst du dich in Acht nehmen. Kurt hautet das Geld in der Matratze. In eurem Bett. Nein. Die Schande. Der Deibel soll mich. Ich kann nicht zur Polizei. Ist was, Walter? Vati hat schon recht. Natürlich, Kind. Der Staat hat seine Ausbildung bezahlt. Der Killer hat was mit der Schwester vom neuen Farmer. Die Weiberklasse. Der Bruder hat's geschafft. Klug, dass der auf die Wasserrechte pocht. Eine schwere Entscheidung, Karin. Was für Wasserrechte? Die vom Tal, ach lass mich. Klasse, der Bruder schmeißt ihn raus. Vater begeistert sich immer so. Kaffee? Karin will das auch wissen, Wasserrechte. Kind, mach das unter euch aus. Das weißt du nicht erst jetzt. Etwas früher eine Andeutung gemacht. Jede Ehe kriegt nur einen Knacks. Mutter, Formen unterschreibt, aber der lässt dem Killer freie Hand. Was die sich alles einfallen lassen. Vorhin Sonntag? Ich bin verdächtig, die kriegen es mir an. Jetzt brennt das Haus. Die bringen mich ins Kittchen. Letzten Sonntag. Der Killer vertreibt den Boss. Peng, peng, der ist erledigt. Schrei nicht, was sollen Nachbarn sagen? Regen sich sowieso über alles auf. Dem passt bei uns hier gar nichts. Letzten Sonntag, Karin, da schwante mir was. Kurz sag ich, kriegt der einen knallroten Kopf, mit dem Geld ist doch in Ordnung. Bloß, dass Vati nichts von erfährt, weiß der, der ist empfindlich. Die werden mit ihrer Vergangenheit fertig. Heiß, Kleines, du musst zur Polizei, schlimm. Aber dir bleibt gar nichts anderes übrig als seine Ehefrau. Endlich kommen die anderen. Unerhört, einer gegen so viele. Elfi nur ihre Tanzschule Moskau im Kopf. Dir passt das nicht. Vater, sei bitte nicht so laut! Vermasselt alles. Wir müssen bezahlen, wo Elfi so tanzen kann. Davon träumt jeder, ich nicht. Jetzt geht's erst richtig los! Die anderen wollen ihm an den Kragen. Ich hätte kein Parteilosen heiraten dürfen. Richtig, Kind. Ist das der Killer? Die 10 Gebote halten kann jeder. Wenn er mich schlägt? Ja, der hat heute Ziehwasser gesoffen. Willst du heute hier schlafen? Ja, er hat dich geschlagen oder nicht. Einfachste Sache der Welt. Und das sagst du erst heute. Natürlich bist du schuldig. Er hätte dich nie mehr rangelassen. Was du machen sollst? Den Staatsorganen vertrauen. Wozu sind die da? Das Geld? Da wird sich auch ein Weg finden. Die glauben dem Killer seine guten Absichten nicht. Der will das Mädchen aufbacken. Vati, Karin verträgt den Krach nicht. Kind, flinn hier nicht rum. Was macht ihr Weiber in der Küche? Ich hab die Heuschnüsse mit. Bei dir sind sie sicher. Karin, ihr beide kommt her. Elfi und du. Du und ich im Schlafzimmer. Elfi auf der Couch, Vater in der Kammer für die paar Tage. Wir stellen das Klappbett auf. Heul doch. Unsere Ehe ist kaputt. Das regelt sich schnell. Kurt kommt zur Vernunft. Kleiner Dämpfer hat noch keinen Rat. Weiß man, wer am Start. Der Killer ist getroffen. Sein Mädchen und der Bruder endlich. Er liegt am Feld. Der stirbt. Muss der Schmerzen haben, dass ihm nicht helfen, Mensch. Hat der Mensch Töne. Zupacken, Göre, zupacken. Ich tue es nicht. Appelliere nicht an meine Mutterpflichten. Karin, wo bleibst du? Willst du nicht deinem alten Vater einen Kuss geben? Blick dich nicht auf, Walter. Der Blutdruck. Hast du die Pillen genommen vorm Essen? Jeder trägt an mir, Karin. Vorhin war ihm schlecht. Jetzt kann er brüllen, bis ihn der Schlag trifft. Der Killer macht die Schweinerei gut, das ist aber gut gegangen. Jetzt ist die Grenze begradigt. Nur Schießereien! Untersteh dich zu keinem ein Wort. Lass Elfi nichts merken, sonst... Schieß die Kleinerei doch auch gern, Mutter! Kurt und die DDR verlassen. Jetzt noch, na danke. Ich weiß von nichts. Der Prolet soll einem Ingenieur nachtrauern. Aber Kind, Kurt, Karin, die Polizei wartet auf dich schon. Emanzipation! Alles Quatsch, ihr Weiber! Möchten wir Sie bitten, den Sendeausfall im Bereich des Senders Kreuzberg zwischen 19.17 Uhr und 19.30 Uhr... Bist du im Schlafzimmer? Entschuldigen, wir bitten um eine kurze Pause. Du, die haben wieder ihre Schleierschwänze. Mach's nur nicht an die Wand. Guppies! Schleierschwänze!
Carassius auratus, Latein. Elfi hat welche fürs Schulaquarium gekauft. Elfi? Du! Du schmeißt das Geld zum Fenster raus. Überall wird gespart. Solidaritätsspendenkonto. Ich will einen neuen Sessel. Die in Vietnam haben wir auch keine. Hier ist auch Vietnam. In meiner Bude. Mach das Fenster auf. Siehst wo keine Mauer? Guppies fürs Schulaquarium. Wofür arbeite ich überhaupt? Was flennst du? Er betrügt sie. Wenn ich nicht wüsste, dass du Spaß machst. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Wir melden uns nach kurzer Pause wieder. Kein Bild mehr. Kaputt? Doch das Natürlichste von der Welt, sich anderswo seinen Ausgleich verschaffen. Der Mann kann doch was. Du stehst noch unter Kurs. Aber rumkurbeln, du, die Kinder, eure ungewaschenen Pfoten. Und melden uns nach kurzer Unterbrechung wieder. Da stimmt doch was nicht. Weil nur die Skatz tust, da Röhre futsch. So ein merkwürdiger Ton, Streifen. Bist du verrückt? Du gehst da nicht ran. Die Antenne drin? Verstehst nichts davon. Das ist dein Mann. Muss ich wieder aufstehen. Die Dauerwelle vertrage ich auch nicht. Wieder 30 Mark. Die Goldkrone oben ist abgebrochen. Nur Fusch. Fusch, wo du hinguckst. Na, Alter, du machst doch alles kaputt. Bis du einen erwischt kriegst. Und der Stecker ist raus. Was? Der Stecker. Beim Versuch, den Ärmelkanal in einem Kanu zu überqueren, verunglückte heute den... Weg. Das flimmert. Dieses Jahr gibt es keine Lauter Unsinn! Schrei nicht! Herren, wir bitten zu entschuldigen, dass die Übertragung der öffentlichen Na, technische Störung kommt überall vor. Was dir beim Abwasch alles hinknallt. Hast du keinen Vergleich? Musst du mir mal wehtun? Kneifen, überall blaue Flecken, Krebs. Hier, hier, das willst du nicht sehen. Nur Quellen im Kopf. Ihr Männer seid doch alle gleich. Sender Kreuzberg, Elfi, zu spät noch? Alles in Ordnung, sollst du mir vom Mutti sagen. Das Fernsehprogramm. Opa braucht mich extra zu kommen. Praline? Vater, Elfi hat das Fernsehprogramm gebracht. Gutes Zeichen. Schönen Gruß an Vati. Heile Welt. Kurt hat mein Geld in der Matratze. Ja, Oma, häkelst du meine Hausaufgaben? Beim besten Willen, ich bin nicht dazu gekommen. Vati hat Mutti geschlagen. Mutti steht ihren Mann. Wann musst du die Topflappen fertig haben? Montag für den Solidaritätsbazar. Ich setze mich gleich nachher hin. Muss deine Eins kriegen. Tüchtiges Mädchen. Weiß alles von Mutti und Vati. Wichtig ist, dass ihr beide jetzt zusammenhaltet. Hörst du eigentlich zu, Walter? Das interessiert dich nicht. Kurt hat uns nur angelogen. Elfi ist da. Die Elfi. Na, Kind. Und richtig abschlecken. Er schlägt deine Tochter. Kurt wird seine Gründe haben. Deine Tochter, meine Tochter, wenn was passiert. Tja, Elfi, ihr brütet was aus und serviert mir die Rechnung. Hast du gestern die Pavlova gesehen? Vati Sportschau angestellt. Kaiserslautern, Mönchengladbach. Moskau ist näher. In Totozahlen, da gewinnt man was, wenn wir hier alle System spielen würden. Au! Jetzt ist der Schwan tot. Kurt humpelt nicht über die Mauer, der Muttersohn. Ist was passiert, kleine Tänzerin? Genannt Rosenmond seiner Frau zu Ehren. Er bringt uns alle noch ins Kittchen. Mitwisser wird auch bestraft, Petze genauso. Hier. Und gleich zwei. Aber Vorsicht, die sind mit Füllung. Du bist zu deinem Vati sehr lieb. Danke. Abbeißen, Opa. Der ist sofort eifersüchtig, der Riese. Nicht wahr? Quasi, haben Sie Koffer gepackt. Der hat erst ab, wenn ich in Moskau bin. Hat er fest versprochen. Pionierehrenwort. Kopf hoch, Schulter zurück, Bauch rein, Brust raus, lächeln. Damit jeder weiß, wer du bist. Und links, zwei, drei, Augen gerade, aus. Links, zwei, Schmidt, Marsch, links, links. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Parademarsch, Parademarsch, der Hauptmann hat ein Loch im Marsch. Das habe ich erst im Leistungsvergleich. Hat einmal gesagt, wie man ihn gefragt hat,
Na, Herr Altenberg, wo wohnen Sie eigentlich am liebsten? Da hat er gesagt, überall ein bisschen ungern. Warum ist Mutti so sauer? Damals, 41, jeder Schuss ein Ross. Hauptsache es knallt, Mädchen, aber dein Vater ist ein feiner Kerl. Vergessen, vergessen. Die Vergangenheit kommt zurück. Elfi, frag nicht so dusselig. Wohin die Autoschlüssel? Am 1. Mai warst du aber nicht auf dem Panzer. Fadi hat seine Aktivistennadel gekriegt. Die kriegt jeder. Aber getroffen habe ich. Versprochen ist versprochen. Darf ich bitten, Schütze? Am Boden bin ich besser. Los, Elfi, Liegestütz. Wer doch gelacht. 100! Wer reich und berühmt ist, hat Freunde. Ohne Schummeln. Oma zählt. Auf los geht's los. Ja, wie lange soll man denn noch warten? Schluck schnell deine Praline runter. Achtung, fertig. 1, 2, 3, 4, 5, na, aus, weiter. Wenn Gott uns verlässt, ist er ein Schwerverbrecher. 6, 7, 8. Erst alle Vergünstigungen schnappen und dann uns verraten. Elfi, mein Herz, nichts für mein Alter. Aber bis 5 Liegestütze, Mutter. Das ist noch in meinem Alter eine Leistung. Verloren! Elfi, wie viel schaffst du? 35! Elfi, Schluss. Ab nach Haus. Die werktätige Intelligenz muss uns erhalten bleiben. Nicht vergessen! Solidaritätsbasar! Setz mich gleich nachher hin. Und du pass auf deinen Vater auf. Mir ist schlecht. Meine Güte, schon wieder. Elfi! Wasser! Die Tropfen dort. Nun mach schon. Mund auf. Los, schlucken. Das tut weh. Soll es. Nur ein vorübergehender Schub. Elfi, dann siehst du, was die Weiber mit den Männern machen. Du bist krank. Du bist gesund. Du bist müde. Es reicht alles vor dem Kind. Was, Sportsmann? Kommt in jeder Familie vor. Klar, Opa. Ein Pionier hält sein Ehrenwort. Hart wie Kruppstahl. Kleiner, aber ab, sonst kracht's. Deine Mutter wartet. Nacht. Hier ist den Rest. Nacht. Opa, wollen wir anfangen zu trainieren? Ja. Ich gehe durch dick und dünn. Hau schon ab. Schönen Gruß. Japan und in Spanien und so weiter machte, dann war das natürlich für eine junge Frau, die reisen will, sehr amüsant, aber mit der Zeit gewöhnt man sich an alles und das Leben in Hotelzimmern hat sie dann doch ein bisschen deprimiert. Und machst du die Hausaufgaben? Eines Tages vielleicht. Das geht alles von meiner Betreuung ab. Auch langsam, der Prolet muss sich immer ducken. Eine feine Sippschaft bin ich da geraten. Beim sterbenden Schwan. Karin arbeitet. Wer kümmert sich denn um das Kind? Seine Zukunft? Du? Natürlich ich. Jetzt, wo Karin das schöne Geld verdient. Markier heute Abend nicht den starken Affen. Kriegst was in die Fresse, aber saftig. Ich spreche mit Kurt. Und das lässt du. Wie das Kind aussieht. Ja, das sehe ich auch. Heute wird was in der Schule verlangt. Kann nicht jeder auf die Oberschule wie früher. Leistung entscheidet. Das kotzt mich an. Karin, das ist überall schlimm. Das wird besser. Kann ich mehr. Bei jedem Schritt bricht man ein. Schmerzen? Scher dich raus! Schlag alles kurz und klein, hau ab! Vati, sei doch ruhig! Lass mich in Ruhe mit eurer Scheiße, eurer Partei, eurem Sozialismus! Was kann die Partei dafür, wenn du Schmerzen hast? Ich schnauze voll, so voll! Schmerzen, ich werd verrückt! Ich kann das nicht mehr hören! Wo ist das anders? Such dir den Staat. Die Funktionäre sind überall. Das ist der neue Mensch. Jeden Tag dieselbe Scheiße. Gewerkschaft, Betriebsversammlung, Normenkonferenz, Abendschule, Parteigruppe, Elternaktiv, Schießkommission, Augentum erwähnt. Ja, jeden Abend vor der Glotze. Kann ich mehr ficken. Mein Schwanz, sieh ihn dir doch an. Los, sieh ihn hierher. Das ist mein Schwanz. Wer ein Gewissen hat, hat Schwierigkeiten. Ich will nur noch schreien. Schreien, laut schreien, damit ihr es hört. Aufwachen. Aber du grunzt weiter, ja. Ja, ich bin das Schwein, auf dem du hockst. Familie, glückliches Leben auf der Titelseite. Mein Leben, wessen Leben? Die oben. Lieber krepieren, das so weiter, immer gegen die Mauer. Welche Mauer? Die eigene. Hier. Zur Erinnerung an unsere Auszeichnung mit dem Titel Hervorragendes Kollektiv der sozialistischen Arbeit. Brigadefahrt ins Elbsandsteingebirge, 1974. Hervorragendes Kollektiv der sozialistischen Ausbeutung. Das sind wir. Ausbeutung macht stark. Schicht, was noch? Karin sagt, die Familie ist unser kleinster Produktionsbetrieb. Karin, das Funktionärsschwein. Einer hockt auf dem anderen. Und drüber die rote Fahne.
Armes Schwein, modernes Wohnen, geruchloser Müllschlucker. Kein Wasser, große Mahlzeit. Fahrstuhl kaputt, die Decke platzt, im Sommer kannst du es nicht aushalten, im Winter heizen sie nicht, unten zerkloppen alles die Kinder. Deine kleine Elfi. Meine Tochter, deine Tochter. Feind steht vor der Tür. Ja, muss jeder aufpassen. Rotz dich aus, unsere Karin weiß, was sie will. Das brauchst du ihr nicht zu sagen. Mit dem Kopf durch die Wand. Durch die Mauer. Bin fix und fertig, wenn ich vom Büro komme. Warum verstehst du mich nicht? Weil ich die Vergangenheit bewältige. Scheiß Politik. Alles wird besser, schöner, teurer, überall wird geduckt. Und du erkennst jeden. Schlag 8 auf der Couch. Woher weißt du die Uhr? Selbst eine Köchin muss den Staat regieren können. Ich kontrolliere alles. Oh, weißt, was für Schwierigkeiten ich mit dem Unterleib hab. Erst zertrümmerst du die Wohnung, jetzt zerreißt du den Schlüpfer. Mir fehlt der Sexuelle. Du siehst den politischen Faktor nicht. Willst du auch aus dem Fenster springen? Damit du es am Balkon einkerben kannst. Ich kann dich nicht aus dem 15. Stock auffangen. Na, dann guck nicht hinterher. Du bist schwerer. Vor mir unten. Hier, leck ab. Dein Blut aber gern. So, Ende der Vorstellung. Mach den Fernseher an. Du wirst dich für nichts entscheiden. Dafür hat man gespart. Die Glotze geht nicht. Was? Deine Glotze! Fass ihn nicht an! Ich hack dir die Hände ab! Schluss mit der sozialistischen Arbeit! Mutti hinter Gittern! Meine mehr oder weniger, da nähe ich Westoberhemden und leckere Polente! Die Gummiknüppel! Ich mach das nicht mehr mit Kesselbuntes Geschenk zum 7. Parteitag. Unsere erschufteten Devisen aus dem Fenster schmeißt, raus mit dem Kasten! Meine einzige Verbindung zur Welt! Oh, ich bin ja so verlassen! Unsere Republik wächst und gedeiht! Aber einsam bin ich. Lass den Apparat los! Nie! Meiner! Er gehört mir! Mir allein! Deine! Dein Kesselbund ist deine, Westmark! Lass los! Dann betonierst du mich gleich mit ein! Schlag mich tot! Ich schlag dich tot! Na, Mutter! Endlich Väterersatz! Darauf habe ich nur gewartet! Schlag zu! Ich zähle bis 3. Du kommandierst. 1, 2, 3. Feigling. Die Dame hat den Vortritt. 1, 2. Dir gehört ja überhaupt nichts. Das vergiss nicht. Alles kaputt machen und mich umbringen. Kurzen Prozess. Du Mitläufer, du. Mit dir. Schluss. Au! Au! So, jetzt hast du deine Mattscheibe. Jetzt gehört sie dir. Da. So kannst du dich reinwaschen. Prost. Weil du Nachsicht hast. Aus jeder Pore leuchtet die Unschuld. Mama, ich weiß gar nicht, was über mich gekommen ist. Du wirst nicht jünger. Jetzt ist der Fernseher im Eimer. Zeig mal. Flennig. Nicht mal eine Prellung. Idiot. Wimmere nicht. Glaubst du das mit Karin? Kein Wort, Gehirnerschütterung. Keine, wozu bin ich in der Kampfgruppe? Na? Immer von weg. Schlappschwanz. Kannst dich auf mich verlassen. Ich weiß, was du wert bist. Auf die Zähne beißen. Zuschlagen tust du nicht mehr, sonst gehst du auf die Bretter. Endgültig. Du fängst wieder von vorne an. Einen Glauben hast du nicht verloren. Wer glaubt dir? Es hat keinen Sinn, weiter zu hoffen. So schlimm ist es auch wieder nicht. Wann können Frauen krank sein? Da steht doch alles still. Nein, du bist unser Stehaufmännchen. Du, die Couchgarnitur ist nicht mehr modern.
Ich will da was anderes hinhaben. Die Schrankwand hat auch was abgekriegt. Krieg, klein Elfi. Mahagoni. Neu. 4 Monate Nachtschicht. Mache Sonntagsvertretung, da kommt was rein. Na, doch noch aktiv, unser Kleinen. Kein altes Eisen. Versagen? Ja. Da wird's gemütlich. Das ist der Stillstand. Jeden verdirbt das. Na, Invalide. Beweg dich, Philosoph. Durchschwitzen. Einmal in der Woche Sport, jedermann an seinem Ort. Lass den Arm übrig, der guckt sich alles von unten an. Den kriegen wir doch wieder hin, ne? Güteklasse 1. Gymnastik tut gut. Kann nicht ohne Fernseher leben. Siehst nichts mehr von der Welt. Gib mir das Bier rüber. Hm. Prost. Wie häkelst du denn das? Die gucken alle über die Mauer. Glotze an. Ha, als ob da eine Hoffnung wäre. Da kann nichts dran sein. Soll ich? Steck rein. Ich halte mir die Ohren zu. Stiegedurchsage unterbrochen. Und schalten zurück zur Originalübertragung unserer Veranstaltungsreihe Ein Kesselbuntes aus dem Friedrichstadtpalast in Berlin, der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Das ist ein Bild. Wenn ich einstelle. Trink. Hoffnung. Wie lange dauert denn das noch? Na, was ist denn so? Ich war auf der Post, der Brief war... Schnipp, schnapp, das merke dir. Kleiner Mann. Tja, aber im Norden kommt Wirsignatille, die kann sein, dass er mit dem Auto kommt. Aber Holländer stimmt. Mehr sag ich nicht in diesem Falle. Johannes ist das, kennen ja alle. Oh, Mutti, Mutti, ist das in Berlin? Oh. Gestern war ich in der Stadt und habe mir alles angesehen. Sehr schön, die Bauten, alle wunderbar. Alexanderplatz war ich auch. Sehr schön. Ein kleines Frauchen hat mich begegnet. Ganz kleines Frauchen. Sie kommen mir so bekannt vor, Sie. Ja, 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 ja. Ich bin nur auf Besuch. Sag sie doch doch. Tja, tja, tja. Sind Sie nicht der Mann von dem Montagabendfilm? Heute, wie du willst,
geschlafen. Wie spät? Willst du noch das Eislaufen sehen? Wenn du willst. Weißt du, wir richten uns ganz neu ein. Da kommt die Schrankwand hin. Hier der Zeitungsständer. Du, das große, schöne Bett. Hoffentlich müssen wir nicht zu lange auf die Bestellung warten. Schalt mal um oder leise. Schön sich an die alten Tage erinnern. Damals lange vermisst. Ich bin einfach dankbar. Man knüpft an Traditionen an. Dass wir das erleben dürfen. Trinkst du? Mach bitte keine Flecke. Schon genug. Bin einfach begeistert. Guck mal, auf was du uns anschaffen möchtest. Auch die neuen Stühle. Du denkst an mich. Liebst du mich noch immer? Ewig. Nein, sag das nicht weiter. Doch, Hilde, es muss einfach heraus. Wann sollte ich es dir sonst sagen? Wirklich? Endlich weiß man, wohin man gehört. Endlich eine Heimat gefunden. Was wäre auch durchgemacht. Wir sind nicht die Einzigen. Es hat sich gelohnt. Ja, die Mühe war nicht vergeblich. Schalt mal an. Was sagen die? Vorbei. Dachte ich's doch. Irgendwas Unvorhergesehenes. Wasserstände. An Elbe und Ruhr. Ich bin kein Schiffer. Ja, aber einmal... Wollte nicht Elfi kommen? Die schläft. Oder Karin? Niemand da. Wer soll jetzt noch kommen? Jetzt ist das Fernsehen aus. Heute ist Nachtschicht. So ein Abend bricht rein wie der Weltuntergang. Still und unvermeidlich. Wie überall, so auch vor unserer Tür, weil wir es nicht mehr aushalten können. Ich lasse mir meine kleine Insel nicht verärgern. Da bin ich König. Wie lange noch? Und schwingst erbärmlich das Zepter. Gehorchen musst du. Nichts erlaubst du mir. Der Fernseher ist beschlagnahmt, die Zeitung nimmst du mir weg auf dem Klo. Ja, du schneidest mich von allem ab, von der Welt, was draußen vorgeht. Man muss sich ja schließlich informieren. Wem schlechter geht als uns? Wo es brennt und wieder ein Volk ansetzt. Sich der Vernichtung preiszugeben. Jetzt klopft's auch an unsere Tür. Hörst du's? Was? Dein Unglück. Es ging immer an uns vorbei. Aber einmal... Wir sind nicht gerüstet. Keiner. Und die Nachrichten geben keinen Bescheid. Das wird keine Regierung dir sagen. Wenn das Wasser bis zum Hals steht, dann ist es zu spät. Ich sag's dir. Mein Sturmgepäck ist bereit. Du bist nicht versichert. Du stehst auf meinem Krankenschein. Blind bist du immer gewesen. Deine Kinder unterscheidest du auch nicht. Wenn es erst richtig schneit, kommt plötzlich das Tauwetter. Da machen sie wieder das Kittchen auf. Und du musst dich als Haifisch benehmen. Prost.
lachst nicht mehr, wenn dir so einer alles wegschnuddelt. Du noch weiter zähneknirschend Solidarität mimen musst? Wozu jetzt daran denken? Das Startschiff wankt nicht, Sturmböen, mildes Wetter, der Dezember schneit. Eine heilige Nacht unter Wasser. Es regnet nicht jedes Jahr. Als die Kinder noch... Du brauchst nichts mehr zu sagen. Dein Sohn schreibst du ab. Der ist ja... Im Partei aktiv. Du wolltest die Lohntüte voller. Gib mir die Schuld. Dem Großen geht's bestens. Seh dir's ein und friss seine Pralinenschachtel. Meine nimmst du ja nicht. Heimlich steckst du den Westen in die Ostschachtel. Alles Austauschware. Junge, bist du blau. Geh erst ins Bett. Da draußen ist jemand. Merk es auch. Jemand schleicht rum. Horch mal. Sei still. Hallo? Ist da jemand? Es hat uns doch keiner einen Verdacht. Dass die uns jetzt ausgerechnet beschnubbern. Hallo? Geh mal zur Tür. Du, Vater. Hallo? Zu wem möchten Sie denn? Ist jemand draußen? Schließ schon auf. Vater, Courage. Keiner da, mal erst Licht machen. Sonst erschrickst du. Na, haben wir uns vertan. Passiert alle Tage, das schlechte Gewissen schlägt an die Tür. Das sagen die mir in der Abteilung auch alle. Einmal... Aber hier ändert sich nichts, absolut sicher, nach über 30 Jahren. Ja, früher... Als deine Fahne noch stand... Unterbrich bitte nicht. Früher hat man ja gedacht, es kommt die Wende, aber heute... Das Schiff läuft nicht auf Grund. Ist da jemand auf der Treppe? Der klingelt doch. Elfi darf nicht mehr so spät auf die Straße. Unruhig heute, schlafe auch schlecht. Aber das Fernsehen ist besser. Scheinbar steht uns was bevor. Aber wir wissen doch gar nichts. Was mögen die wieder fragen? Ich weiß bestimmt nichts. Mein Nachbarschreibtisch verpfeifen. Das eigene Kind ist schon abgemeldet. Gut, dass Karin parteiaktiv ist. Freust du dich? Außerordentlich. Ich liebe mein Enkelkind. Das weiß ich. Im maliziösen Ton. Wollen wir nicht streiten. Sonntag ist gleich. Geistesstunde. Wenn du nur besoffen bist. Weißt du, ich fühle mich oft so einsam. Gar nicht geliebt. Wieder die alte Leier. Unverstanden. Was ich spreche, versteht das einer. Lieber sage ich nichts mehr. Höre gern zu. Still bin ich geworden. Im Betrieb, auf der Arbeit. Keiner fragt mich. Sie wissen ja alles bereits, deshalb will ich überhaupt nichts mehr wissen. Hier kreischst du. Vielleicht, weil ich alt bin. Jung. Aber da ist es auch nicht besser gewesen, weil die Zeit jetzt wegläuft, weil nichts passiert. Ging es dreckig, wäre man wenigstens bewusst, man hat Hunger, aber so vollkommen im Stillstand. Die Maschine läuft, ohne sich festzufressen. Bis ein Teil ausgewechselt wird, einfach ins Feuer geworfen. Zuunterst liege ich dann irgendwo auf dem Schrottplatz. Wenn du nach mir siehst, im schwarzen Mantel, den kleinen Pelzkragen gewendet, den neuen dunklen Hut, deine Tränensäcke, da lieg ich dann. Du klagst nicht, Mutti. Vorhin hast du gesungen. Ich singe auch jetzt hier, ganz bei mir drinne. Ich auch. Morgen räume ich weg die Scherben. Heute ist auch noch ein Tag. Komm, lass uns tanzen. Irgendwo ist noch ein bisschen Musik, keine Notstandsberichte. Hörst du überall? Gequatsche, Sturmflut ist doch jedes Jahr in der Nordsee. Holland in Not, schon Sprichwort. Lass das! Komm. Aber lass uns nicht stolpern. Ich hoffte, dass die Gegend mit Tradar abgesucht würde. Und dass sie, wenn sie ein Ziel auf dem Radarschirm hätten, am nächsten Morgen wiederkommen würden. Und ach, schalt ab! Aber das haben sie doch nicht wirklich angenommen. Man kommt überhaupt nicht mehr zur Besinnung. Was denken die sich bloß? Wir sollen das verdauen, was überall passiert. Lähmend ist das einfach. Schrecklich, was über dich reinbricht. Wie der Fernsehabend in jede Wohnung. Das einen verschluckt und früh ausspeit, schon in der Bahn einen einholt und fragt, wie ist die Sendung gewesen? Als ob zwischendurch nichts passiert, in keiner Familie. Die lähmen uns. Mit allem, was du über dein Gegenüber weißt, verliere ich mich nur selber. Heute geht's dir gut. Es freut mich. Setz dich zu mir. Nur ewig streiten. Man rutscht richtig hin.
Nicht, weil du Ablenkung brauchst. Sollst du haben. Sieh das ein. So ein Vögelchen braucht Bewegung. Wenn da nur nicht die liebe kleine Katze kommt, schwapp, ist es verschwunden. Gleich werde ich böse. Das sage ich ihm auch immer gleich. Eigentlich liebe ich dich wirklich. Wenn du zutrischst. Dann ganz besonders. Ich weiß es. Aufschlitzen müsste mich, das wäre besser. Und anschließend ganz zu Genüge wieder flicken. Zusammenschieben. Und wieder in Arsch treten. Ach, es ist so eine Stunde, bevor alles anfängt draußen. Jetzt schaltet unsere Abteilung Sparlicht ein. Hör doch auch. Oder seid ihr besser? Mm-mm. Ich mag den Betrieb nicht vergessen. Ich arbeite gern. Du, Vati, bist ganz meine Erziehung. Früher wolltest du nicht so recht. Ja. Aber heute ist es bestens. Setz dich mal auf meinen Schoß. Kannst du besser kniepen. Und das tut doch weh. Krebs, die braunen Flecken. Wenn ich nur nicht zu müde wäre. Ich sehe, jemand ist draußen. Der Junge. Manfred? Was will er nur? Weiß ich's, vermutlich Hilfe. Kalt ist es geworden. Das wird doch wärmer. Das musst du einsehen, Manfred. Du hast genug gelebt. Wir haben unseren Urlaub verdient. Genug geschuftet. Ja, Vati, wenn's Wetter noch hält. Darin wirst du doch Verständnis zeigen. Wo standest du, dein Mann? Bist abgehauen. Ja, der Betrieb hat immer nach dir gefragt. Deine Arbeitskraft eintreiben. Was wir ausstehen mussten, ich und deine Mutter, bis die Wellen beruhigt, nur Nachteile einstecken müssen. Was andere einem übrig lassen. Hast du dich das nicht einmal gefragt, was du uns antun konntest? Jetzt kommst du wieder angekrochen. Hier ist kein Platz. Schon aus ideologischen Gründen. Sicher, wir werden nicht mehr überprüft. Niemand zwingt uns mehr, dir nicht die Hand zu reichen. Aber ich tue es trotzdem nicht. Kind, das verstehst du. Also schwimm weiter, sieh das ein. Deine Mutter weint, aber da ist nichts zu machen. Sag wenigstens auf Wiedersehen. Hörst du? Der Fernseher gibt Notstandsbericht. In welcher Sprache? Es gibt keine Grenze. Nur offenes Meer. Gurgle ruhig. Wir sind keine Kinder, keine Verwandte, kein Staatseigentum. Wasser literweise reicht für Millionen Badewannen. Kein Schiff in Sicht, kein Mensch geschwommen. Dann schau mal. Karin! Von wo kommen Sie? Ich kenne keine Partei. Wo soll ich die suchen? Habt ihr Elfi gesehen? Kann nicht mehr. Erst mal verschnaufen. Kurt war doch bei euch. Elfi! Hier ist kein Platz, also bitte schwimmen Sie weiter. Wo sollen wir suchen? Wir haben niemand gesehen. Vater! Not, ich kann keiner erkennen. Kalt, ich trinke meinen Rest Kaffee. Lassen Sie endlich los, hier ist unser Platz. Wenn Sie nicht loslassen, dann trete ich! Ich verbitte mir das. Wollen Sie uns unmöglich machen? Elfi! Elfi! Gut, Elfi! Hauen Sie ab! Ich rufe die Polizei, das Hausfriedensbruch, Ordnungsstörer. Sie müssen hier fort. Ihr Schweine, Schweine! Ja, das ist bekannt. Auch jetzt müssen die Gesetze eingehalten werden, Genosse. Machen Sie schon, das ist höchst unangenehm. Ihr Nazis! Ah, ich habe Faschisten zu Eltern! Pass auf, du! Der Strom scheint auszufallen. Der Transistor geht noch. Das freut mich. Zigarette? Wir müssen wieder Kinder kriegen. Die leben dann im Meer, kriegen Keime, Flossen und kriegen wieder Tiere. Das ist der neue Weltanfang. Von hier wird alles geboren. Hier beginnt der Weltentag. Stille. Horch das Rauschen ferne. An euch wird Deutschland die Welt genesen. Der Arbeiterchor der Stalinallee. Wir sind lange geschlingert. Endlich kommen wir an. Vorsicht. Achtung. Oma, ist mein Topflappen fertig? Versprochen. Pionierehrenwort. Elfi. Elfi. Lass doch das Kind. Es ist selbstständig geworden. Ich brauche die Topflappen jetzt. Wo ist Mutti? Vati konnte sich retten. Braun ist der Schlamm in das Wasser zurück. Wird lange dauern, bis trocken. Viele bleiben stecken. Opfer. Sind viele Opfer. Es muss sein.
Alles reingewaschen und dann... Fängt's von vorne an. Gibt keine Ruhe. Muss sich vieles ändern. Damit es bleibt, wie es ist. Grundlegend wird jeder Verständnis zeigen müssen. Die Vergangenheit unter Wasser ertrinken. Ich fühle mich reingewaschen. Neu. Mit Freuden gehe ich unter. Das Wasser ist kalt. Doch, Lüge. Wann sagt je ein Kind seinen Eltern die Wahrheit? Nur Nase zu halten, dann nimmt's dich auf. Versuch's. Es ist eine Wonne. Ja, eine Leidenschaft. Das Ende wird genossen. Wir räumen freiwillig das Feld. Wollen uns schwimmen sehen in der großen Gemeinde, die heimwärts treibt. Erfüllt von ihrer Aufgabe getragen. Jeder tut seine Pflicht. Nur aus unseren Kadavern lässt sich das neue formen, das neue Glied, die neue Geschichte. Vorwärts. Hand in Hand. Ein fröhliches Untergehen. Ein Liebestod, so in eins im dreckigen Wasser. Das führt den Schmutz doch verständlich. Von unten treibt's hoch. Dann aber ist Ruhe. So leise Schlaf. Der Schlaf gebärt eine neue Einheit. Genug. Wir werden pünktlich erwartet. Berlin, ein Meer des Friedens von Einar Schläf. Mit Angelika Domröse, Otto Sander, Edeltraud Kulikowski und Anna Momber. Regie Robert Matejka. Produktion Senderfreies Berlin 1985.